Und es gewahrt mit ein wenig Drakensang online. Bevor ich die heutige Folge starte, möchte ich sage und schreibe 7 Gutscheincodes einblenden, die es gab, weil man in Drakensang so eine Community-Challenge beim Event vollbracht hat sozusagen. Also, fleißig einlösen auf der offiziellen Website oder auch im Spiel, wie man das macht, habe ich in dem Artikel mal befasst mit einer kompletten Liste aller Codes, die es in der Vergangenheit so gab. Und jetzt werde ich hier links. Eine Buchung ist eingetroffen, mir alles abholen können. Erstmal eine Glückssphäre, ich glaube, das ist die des Weißen Tigers. So, genau, Glückssphäre des Weißen Tigers. Da ist mit etwas Glück der Weiße Tiger drin. Oder gepanzerter Tiger, gepanzerter Löwe, Draken. Dann haben wir 80 Zugänge des Infernalen. Nein, 80, wie heißen die? 80 Dingenskirchen des infernalen Zugangs. Achso, die sind jetzt irgendwo auf der ersten Seite, weil ich die schon besitze. Wo habe ich die denn? Oh Mann, mein Inventar. Ja, irgendwo sind die, genau hier. Fragment des infernalen Zugangs. Dann geht's weiter mit folgendem. Premium-Account für 3 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Premium-Mitgliedschaft, Glückwunsch zu deiner Premium-Mitgliedschaft. Viel Spaß mit all den Vorteilen. Da hat man mehr IP, mehr Ruhm, weniger Andermant und Gold an der Werkbank, 100 Andermant als täglicher Login, etc. Man kann Würfel finden. Dann, eine Buchung ist eingetroffen. Was haben wir noch so? Das ist die Sphäre, wo dieser Wirbel drin ist. So, die Glückssphäre des Wirbels, genau. 500 Materiefragmente ist ein weiterer Gutscheincode. Da besitze ich jetzt 9600 in Summe. Dann 5 Amphorenschlüssel, 5 Seelensteine. Das sind die hier, Schlüssel, um Amphoren zu öffnen und Seelensteine, um andere Leute wiederzubeleben. Und zu guter Letzt 20 Mal die Glückssphäre des Weißen Tigers. Von dem gab es 2 Codes, weil der erste eben nicht funktioniert hat bei einigen. Da kam nur eine Glückssphäre raus und jetzt haben wir in Summe 21. Und ich würde mal sagen, ich öffne da direkt die Glückssphären. Genau, 10 Draken erhalten. Bei der Nummer 1. Nochmal 10 Draken erhalten. Moment, ich muss da schauen. So, gepanzerter Tiger, schnelles Reittier. Ich weiß nicht, wie häufig der ist. Kann man sich mal draufsetzen und den dann direkt in der Kollektion einlösen. Ist der dann schon eingelöst? Mal schauen, ich mache weiter. Und öffne. 10 Draken. Dann, jetzt weiß ich nicht, was ich bekommen habe. Nochmal 10 Draken. Werden die erst nach dem Zonenwechsel aktualisiert? Ach so, die werden erst nach Zonenwechsel aktualisiert. Das ist jedes Mal, wenn ich klicke und nichts bekomme, dann gab es Draken. Und sobald ich die Zone wechsle, sehe ich dann, was da drin war. Draken, Draken, Draken. Draken ohne Ende. Nochmal Draken. Okay. Draken. Draken, Draken. Drakensang online. Und noch mehr Draken. Und ein weiteres Mal den gepanzerten Tiger. Warum nicht? Nochmal öffnen, nochmal öffnen und das letzte Mal Draken, offenbar. Jo. Und den muss ich jetzt hier bei den Reittieren, das steht hier neu, stimmt ja gar nicht, Moment. Tiger, wo könnte das sein? Wilde Bestien. Jawohl, da haben wir es auch schon. Jetzt muss ich das Plus betätigen und dann löse ich dieses Reittier ein. Welcher ist das? Der gepanzerte Tiger, schnelles Reittier. Und den weißen Tiger, den habe ich sowieso schon. Der sieht dann so aus, genau. Das ist der hier. Wer mir noch gefehlt hätte, was war der andere? Gepanzerter, irgendwas, egal. So, Errungenschaft erworben. King of the Jungle, King of the Jungle. Und das kann ich jetzt verkaufen, glaube ich. 1 Gold bekomme ich dafür. Und die Glückssphäre, da ist jetzt irgendeine Farbe von diesen Essenzwirbeln drin. Das Lustige ist, oder lustig ist es nicht, eher traurig, ich hatte schon alle und habe die natürlich zerstört aufgrund von Inventarplatzmangel. Es ist der grüne Essenzwirbel und wie ich sehe, stapelt sich der jetzt mit dem normalen Kostüm oder nicht? Doch, das war früher nur mit Bug möglich und jetzt ist das auch so möglich. Okay, Moment mal, dann ganz kurz, das dürfte bei Kostüme sein. Effekt-Aura eventuell. Machen wir mal das Plus, genau. Und mache ich dann auch einen Stern. Machst du Foto, tust du Facebook. Eigentlich ist der grüne der schwächste, deshalb nehme ich den roten. Und zu welchem Kostüm passt denn der ganz gut? Vielleicht zu diesem roten Kostüm. Roter Wirbel mit rotem Kostüm. Genau, warum nicht?
Und zur Feier des Tages muss ich jetzt eigentlich diesen Tiger tragen, oder? Und, Moment, aber nicht den, den ich dann gleich löschen werde. Egal, ich nehme einfach irgendwas. Also, einfacher Edelsteinbeutel, wo war denn der dabei? Habe ich den bekommen, weil ich das eingelöst habe? Reittiere, wilde Bestien. Woher ist dieser eine Edelsteinbeutel gerade? Ja, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Vor allem, warum ist der hier? Und nicht irgendwo, wo ich schon welche habe. Hier zum Beispiel bei 9. Stapelt sich auch gar nicht dazu. Alles klar. Warum denn nicht? Okay, das ist mal erledigt. Wenn wir uns hier schon heute alle versammelt haben und das Video im Zeichen der Farbe Rot steht, würde ich mal sagen... Moment, kann man das auch so machen? Nein, kann man nicht. Ich will mir ansehen, ich weiß es gerade nicht aus dem Stegreif, wie viele Edelsteinumwandler es kosten würde, einen solchen Stein zum Beispiel umzuwandeln. Also nehme ich den mal raus, klicke hier, weil ich habe gerade aus dieser Edelsteinkiste so einen Rubin bekommen. Und ich benötige, du hast versucht, brauchst allerdings 216 Edelsteinveredler. Damit hätten wir das auch geklärt, also wieder rein mit dir. Aber den könnte ich nehmen. Den strahlenden Saphir. Aber ich glaube, wenn ich den einmal zum Kaiser umwandle, kann ich den nicht mehr zu einer Rune machen, oder? Ja, egal. Dann vielleicht einfach einen defensiven Stein. Wie ist denn das? Moment, ganz kurz. Habe ich da irgendwo was erhöht? Prozentuell mäßig irgendetwas? Na egal, dann lasse ich das einfach. Jetzt mit den Edelsteinumwandlern, beziehungsweise so ein Rüstungsstein. Der würde sich doch in der Tat lohnen. Mit hier nochmal 20% mehr. Aber nö, ich bin Magier. Was habe ich schon von Rüstung? Von daher muss ich jetzt mal die Quests abchecken und da ein bisschen was erledigen. Da ich Lust auf Schmerzen habe, betrete ich für das heutige Video den Tempel der Schmerzen oder des Schmerzes. Warum habe ich schon wieder eine Buchung? Was ist da? Ach so, 100 an der Mann. Genau, sehr schön. Warum nicht? Das sage ich nicht, nein. 100 an der... Ach, Leute! Das mit den Draken war ein Unfug von mir. Hier, 230 Draken zum Einlösen. Ich habe mich gerade gewundert. Denn 32.764 Draken hatte ich vorhin auch. Die haben dann doch nicht gezählt. Aber oft ist es so, dass man die Zone wechseln muss, wenn irgendwas nicht zählt. Weil das dann ein Anzeigefehler ist. Aber die Draken hat man so im Inventar, die muss ich jetzt mit der rechten Maustaste einlösen. Wenn ich möchte, dann mache ich das und kann direkt diesen Edelstein auf diese Seite geben. Und genau, dann sind wir alle zufrieden. Das Jagd-Event läuft. Ich habe mich gerade zum ersten Mal eingeloggt heute. Und das gibt es aber anscheinend häufiger, wo man dann immer diese lustigen Glückssphären bekommt nebenbei. Da muss man nur würdige Gegner klatschen, also alle, die eine Farbe haben. Das Level in der Farbe und nicht in Grau geschrieben. Tempel der Schmerzen Dungeon. Was bekommt man da? So, was ist denn das? Heft des Stabs der Materienmanipulation. Na, machen wir aber schon schmerzhaft. Ansonsten ist es ja zu langweilig. Und da schaue ich mal rein. Kenne die Zone noch gar nicht. Habe kein Video dazu gesehen. War da selbst nicht drin. Wie sieht dieser Tempel denn aus? Westlicher Flügel, Gedächtnishalle, östlicher Flügel, Ort der Erleuchtung etc. Ich klicke hier mal, Körbe voller Sandglas, hast du nicht gesehen, Kristallen an. Und da sehe ich sogar ein Rufzeichen. Da werde ich mal zuerst hinschauen. Und ganz kurz, die Quest-Navigation interessiert mich gerade nicht so. Und da klatschen wir uns mal durch die Mobs durch. So, 100 würdige Gegner ist die erste tägliche Herausforderung. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Also habe ich den Drachling habe ich, genau, für Bonuserfahrungspunkte. Normalerweise würde ich die Medusa nehmen, wie im letzten Video bei Bezwinge die Unbezwingbaren, aber ich muss noch leveln, wie man sehen kann. War dann noch nicht so schnell. Und aus diesem Grund gibt mir das Teil, genau. Immerhin sammeln sich die automatisch ein. Die Gegnervielfalt ist hier grandios, also von Skorpionen bis hin zu Skorpionen. Über Skorpione ist hier alles mit dabei, was man sich eigentlich unter einem Skorpion vorstellen kann. Genau, Scherenskorpione ohne Ende hier. Macht aber nichts. Da kommt schon bestimmt noch was. Ich weiß, rechts unten habe ich ein Fragezeichen, aber ich will jetzt erstmal zum Rufzeichen. Oh, die kommen aus dem Boden gekrochen. Das ist ja mal lustig, habe ich auch noch nicht gesehen. Boah, so viele Mobs.
Krasse Sache, jetzt habe ich kurzzeitig meinen Mauscursor nicht gefunden. Die halten aber schmerzhaft so einiges aus, muss ich sagen. Deshalb darf man auch schon mal blau reinwerfen, wenn man ein Noob-Schilling ist, der noch nicht mal Kaiser-Edelsteine hat. Und von daher, genau, droppen aber gut Jagdabzeichen. So, erst ein paar Mobs geklatscht. Da ist er, Botschafter Ortolax. Ey, den kenne ich doch aus der Mürdosh-Erweiterung. Doch, das war doch noch Mürdosh, oder? War das Mürdosh? Komm her, Skorpion. Was ist denn mit dir los? So, jetzt kommt da noch einer? Mehrere. Der hat seine Brüder geholt und seine Schwestern. Na gut. Wiedersehen mit deinem Freund, ich sag's doch. Sammle 3 behauene Steinelemente von unbarmherzigen Shadaikan, genau. So, dann sammle ich das mal, dann muss es irgendwo die Shadaikan geben. Ich meine eigentlich, ich bin ja noch nicht im Tempel, kann man diese Karaffen oder Gefäße oder was auch immer anklicken, Vasen? Nö, offenbar nicht. Da oben ist ja erst der Tempel, ich befinde mich lediglich in der Wüste sozusagen. Ach ja, genau, und jetzt müsste ich eigentlich... Oh, was war das? Wissenslevel ab, endlich! Wissensstufe, du bist durch dein gesammeltes, uraltes Wissen eine Wissensstufe aufgestiegen. Sauber, merci beaucoup, ich bedanke mich vielmals. Jetzt macht mal hier halblang. Ihr Spucker, oder ich spucke auf euch. Tägliche Herausforderung erstmal erledigt. Ach, deshalb, okay. Und nächste... Stelle Gegenstände. Ach, ich habe ja jetzt Premium. Ich kann da einfach würfeln. Machen wir besiegewürdige Gegner? Ja. Ach, das ist jetzt so in der Reihenfolge und nicht mehr komplett random einfach, wenn man da neu würfelt. Zumindest als Premium. Sehr schön. Okay, Moment. Ich will die Wissensstufe ausgeben. Also, wo haben wir das denn? Falscher Button. Genau. Taste S. Wissen. Was wissen wir denn? Wir wissen, dass wir nichts wissen. Warum habe ich das so geskillt? Angriffsgeschwindigkeit. Ich weiß gerade die... Wie nennen sie sich? Die Breakpoints nicht auswendig. Ob das eigentlich sinnvoll ist, hier noch einmal Attack-Speed dazuzugeben. Denn es gibt sowas, das nennt sich... Oder gibt es hier noch? Attack-Speed-Breakpoints bedeutet... Zum Beispiel... Besonders in den höheren Bereichen ist das heftig. Also, sagen wir mal, ich habe jetzt... Nur als Beispiel, die Zahlen stimmen nicht so genau. Ich habe jetzt 1,50 Angriffe pro Sekunde, dann kämpfe ich so schnell. Dann habe ich 1,53 Angriffe pro Sekunde, bin aber nicht schneller geworden. Das kann man so beobachten. Da gibt es dann erst, oh, ich verballere Essenzen, erst einen gewissen Knackpunkt. Ab wann es dann wieder, sagen wir mal, bei 1,55 wäre der nächste Speed Breakpoint. Und erst da spürt man eine Verbesserung. Das heißt... 1,51, 52, 53, 54 ist alles unnötig. Erst wieder bei 1,55 hat es einen Nutzen, dass man seinen Attack Speed verbessert. Und ich weiß es gerade nicht auswendig, aber muss dann checken, ob sich das überhaupt lohnt, wenn ich hier meinen Attack Speed so mache, wie ich den mache. Ansonsten kann ich mir auch ganz einfach anstelle von Attack Speed ein bisschen Leben holen oder Run Speed, dann kann man schneller farmen. Ja, genau. Nur als Beispiel. Ein Steinelement habe ich da mal bekommen. Ach so, das sind dann wohl die Minibosse, von welchen ich das bekommen muss. Sandglaskristalle, da muss ich sowieso nicht alle anklicken. Einfach ein zweites Mal durchlaufen. Und das passt schon. Jetzt will ich nämlich mal zum Tempel schauen. Dietriche, könnte ich auch einige verbraten. Aber nö, jetzt noch nicht. Erst wenn ich Level 55 bin, dann vielleicht noch die eine oder andere legendäre. Was ist denn da? What? Okay. Ja gut, ich meine, hab ich gesagt? Ja gut, das habe ich, aber... Ja, lustig. Finde ich witzig irgendwie. Ich dachte so, ja, okay, der Zwerg sagt das eben, aber muss ja nicht stimmen. Das heißt, ich muss erst von diesen Schrecken diese 3 Dinger da holen. Und dann darf ich da rein. You shall not pass, wie einst Gandalf schon sagte. Genau. Dann darf ich da erst durch. Was mache ich dann? Mixe ich mir dann so ein Gegengift? Oder irgendwie sowas in der Art? Sieht wohl fast danach aus. So. Oder muss ich vielleicht sogar die Sandglaskristalle sammeln? Nö. Ich schätze, da geht's. Oh, der ist bitter. Moment, den muss ich unterbrechen.
und ihm dann die Beine brechen. Weil der hat einen bösen AOE-Effekt und da ist ein Würfel. Hahaha. Sehr schön. Die geheimnisvollen Würfel, wo habe ich sie? Mein 100. 500 Gold gibt es, wenn ich das alles verkaufen würde. Da sind Edelsteine drin, da sind Gegenstände drin, da ist alles drin, was das Herz begehrt, was man sich nur so wünscht. So, ein weiterer Spucker, droppt der wieder das zweite Teil? Nö. Das war wohl dieser andere Miniboss. Aber, ja, ich muss einfach raus und rein und raus und wieder rein und so weiter und so fort. Bis ich die alle habe. Nein, da ist der zweite Kämpfer und der hat es bestimmt wieder. Ja, Tatsache, und irgendwo muss es noch einen dritten geben. Ah, aber da hinten gab es etwas, das hat mir gefallen. Ein verlorener Schatz, mein Schatz. Genau, so in etwa. Wie einst Gollum schon sagte. Und deshalb hole ich mir den mal. Kann man hier was kaputt schlagen? Nö, schade. Und wie immer verbrate ich dafür blaue Sets, um sowas auszuprobieren. Aber ist echt nicht so, als bestünde hier Essenzmangel in Drakensang. Nö, man muss offenbar tatsächlich nochmal rein. Denn, oh, Checkpoint. Denn hier gibt es keinen Boss mehr. Oder was ist, wenn ich diese Quest-Hilfe verwende? Ach, in der Tat. Da gibt es noch einen, den habe ich übersehen. Oder war da schon wieder Respawn? Eines von beiden. Oder sind die erst aufgetaucht, nachdem ich... Ach, okay. Na gut, habe ich irgendwie übersehen. Und da ist schon Nummer 3. Ich bin mit dabei. Jetzt muss ich da noch was machen. Was gab es denn dort oben? Ich dachte, der Gnom, der Zwerg, stand dort beim Eingang. Na, jetzt bin ich mal gespannt wie ein Bogen. Wie der Bogen meines Waldläufers. Die Wandplatte anklicken, um die behauenen Steinelemente einzufügen. Kawumms, fühlt man sich ein bisschen wie... Ich weiß nicht, Indiana Jones mäßig hier, Schatzjäger, und durch diesen Knopf, den ich da betätigt habe, ist das Gift verschwunden. Okay, es wird düster und dunkel. Und der Ortholax ist natürlich schon eingetreten. 57.000 Erfahrungspunkte, Kawumms und eine legendäre Waffe. Verteidige Botschafter. Na, das machen wir doch mal. Auf geht's, 9 Angriffswellen. Die wir hier bestellen. Okay, für Spinnen hätte ich hier meinen Wächter nicht rausholen müssen. Die Spinnen doch, die Spinnen. Weiter. Was ist mit denen los? Auch mal wieder online. Ja, mittlerweile schon. Hey. Mittlerweile schon wieder irgendwie mehr als 10 Videos. Man möchte es kaum glauben. Aber hat sich wohl noch nicht so rumgesprochen. Angreifende Schwerter. Das sind mal lustige Gegner. Die mag ich. Ey, das sind auch angreifende Schwerter, aber die greifen anders an als gedacht. Und zwar aus dem Fernkampf. So, Moment mal, was ist das? Toll, ein Elite-Gegner noch. Schade. Ja, den werde ich wohl doch noch bekommen. Ich hoffe, der Ortholax hält ein bisschen was aus, denn ab und zu treffen ihn die Schwerter hier. Und die Wellen kommen, glaube ich, auch, wenn man die vorherige nicht bewältigt. Das heißt, die kommen automatisch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Dass man nicht so lange warten muss, wenn man die schneller killt, als sie nachkommen. So, was sind wir jetzt? 9 von 9 habe ich da gerade gesehen. Für die letzte, zum Final Showdown, knalle ich noch die blauen rein. Und wo kommen die denn? Finde ich aber echt witzig, diese Gegner. Die gefallen mir. Die gefallen mir, wenn sie jetzt noch heftige Waffen wären, ich weiß nicht so. Wie heißt denn diese eine Drachenkriegerwaffe da? Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mal den Namen. Okay, das ist erledigt. Warum ist die, wo ist die Quest? Habe ich die jetzt fertig oder? Achso, jetzt muss ich den hier besuchen irgendwo. Na gut, dann besuche ich dich mal. Aber jetzt mal Achtung. Wir sehen ihn noch. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Hier ist er noch, der Botschafter. Jetzt laufe ich darüber. Und ich bin mir sicher, der wird dort auch wieder sein, obwohl der mich eigentlich gar nicht überholen kann. In diesem Sinne. Ohne, dass ich es mitbekomme. Ey, was sind denn das für Gegner? Diese Gegner, das sind doch so ähnlich wie die alten, die guten alten Dingenskirchen da. Diese Feuerspucker. Sauber. So, Moment mal, ich wollte das hier aufmachen. Den Schatz, genau. Erinnern mich auch ein wenig an die Gegner aus dem Trailer, die es niemals zu Gesicht gab.
die niemand je zu Gesicht bekommen hat. Dann gab es so einen kleinen Miniboss in der Art mit zwei Einhandwaffen, den wir bisher noch nie gesehen haben. So, das klicke ich noch flott an und sammle das ein. Und da ist er, wie ich gesagt habe, der Ortolax. So, wir suchen nämlich gerade nach der Wahrheit. Und was ist der Wahrheit? Sammle 20 alte Aufzeichnungen von Eindringlingen im Tempel. Na gut, wer hier eine legendäre Waffe als Belohnung bekommt, der muss auch ein bisschen was für sein Glück tun, würde ich mal behaupten. Da ist auch schon der nächste würdige Elite-Gegner. Sehr schön. Der beschert mir dann meine tägliche Herausforderung. Boah, der hält was aus, wenn der in dieser weißen Kuppel da drin steht. Wie heißt denn diese eine Serie da? Wie heißt die nochmal? Wo ist so eine Kuppel? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. So, was bekomme ich jetzt? Ach so, ich kann ja neu würfeln mit Prämie. Besiege, was gibt es denn da noch? Nefertari. Balor. Ja, nehmen wir 10. 10 davon. Und weiter im Text. Da sind doch so viele Sandglaskristalle. Warum muss es genau in einem Korb sein? Wann bist du 52, sobald die Leiste hier ist? Normalerweise, dann macht's Pling und dann ist man im Level angestiegen. Wer liegt denn da drin? Oh, ein Pharao. Na gut. Hier noch so ein Kristall. Und dann noch diese Schwerter. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Es gibt fliegende und angreifende Schwerter. Die angreifenden sind eher so die Zirkelmagier, die aus der Entfernung ballern. Und die fliegenden sind dann wohl die, weiß nicht, Drachenkrieger, wie auch immer. So, wo sind wir da? Hier ein kleiner Endboss. Das Steinfragment gefunden. Echt schick gemacht, diese Zone. So, dann klaue ich mal das Steinfragment. Und es ist verschwunden. Ein neuer Gegenstand wurde meinem Inventar hinzugefügt. Okay. Ja, gefällt mir. Also die ganze Erweiterung irgendwie. Die einzelnen Zonen sind schön gemacht. Das Setting ist auch nicht so schlecht. Obwohl es eigentlich dem so Nahuatlan etc. ein bisschen ähnlich ist. Alte Aufzeichnung. Ach so, 20 Stück muss ich davon finden. Gibt es hier noch was? Als ob das hier so liegen kann. Liebe Drakensang-Map-Designer, so Schwerkraft und so. Gibt es das bei euch? Oder ist das hier Sekundenkleber? Ein ganz, ganz guter. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Dann schauen wir uns mal den Ostflügel an. Oh, hier nicht vergessen. Immer schön alles einsammeln. Denn in den verlorenen Schätzen sind 75 Münzen drin. 75 Geld. Das ist viel. Auf dieser Welt. Damit kann man sich schon so einiges leisten, habe ich gehört. Irgendwelche Tipps für Magierskillung. Also, grundlegend gesagt, nur um kurz die Frage zu beantworten, entweder Zweihand mit eher so in Richtung Eis, wie ich zocke, oder mit Einhand ganz schnell zocken und Ketten blitzen, was das Zeug hält. Das ist so grundlegend für den Magier. Wie dann ganz genau und so, kommt erstens natürlich aufs Level an, wie viele Punkte hast du zur Verfügung, etc. Aber so kann man sagen. Und in manchen Situationen, vor allem für PvP, ist der Feuerball auch ganz nett, aber das ist, für PvP muss man sowieso auch andere Dinge beachten und bedenken. Aber kommt auch ganz auf den Spielstil an. Ich kenne Leute, die sagen, boah nein, Eis, selbst mit Zweihand, gefällt mir gar nicht. Die zocken ganz anders. Und die vergöttern Blitz mit hohem Attack Speed, aber da gehen die Essenzen weg wie Butter. Und ich mag Eis. Jeder wie er es möchte. So, dann bin ich hier einmal durchgelaufen. Durch diese Zone. Der Tempel der Schmerzen. Ich muss sagen, er gefällt mir. Und hier, wo einst Ortolax hauste, verabschiede ich mich für diese Folge. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwerg. Oh.